Heute bin ich nicht allein. Schauen wir mal, wie lange sie sitzen bleibt. Deswegen wird es hier ein bisschen schwieriger mit der Kamera aufstellen. Schauen wir mal. Ich kann auch die Decke nicht ordentlich rutschen, weil mein kleines schreckhaftes Marienmädchen sonst verschwindet. Genau, ihr seht ja schon, sie zieht alles zu sich und verruschelt alles. Und ja, ich wollte heute eine kleine Impulslegung machen und habe dann den Tag so fließen lassen. Wir haben jetzt Mittagszeit und ich habe dann gedacht, ach, ich lass mal die Karten entscheiden, welches Thema sich zeigen möchte. Und habe dann weiter so meinen Dingen gefrönt, habe mir plötzlich den Impuls gehabt, ich mag ein neues Tarot-Deck und landete bei einem Deck mit Elfen und aus den Naturwesen. Und es war so schön und plötzlich las ich die Überschrift am Ende des Regenbogens. Und dann dachte ich, wow, in der Legung die Tage vom Neumond ging es genau darum. Am Ende des Regenbogens wartet dein Schatz und der trägt deinen eigenen Namen. Und es ging um die wahre Liebesgeschichte, die nie endet, nämlich zu dir selbst. Und ich glaube, manche haben sich wirklich ausgesucht, manche Menschen haben sich wirklich ausgesucht, erst einmal ganz viel eigene Themen aufzulösen, um dann einem Gegenüber zu begegnen, mit dem man auf Augenhöhe neue Erfahrungen sammeln kann. Und wo man das auch tun kann, weil man so viel an sich gewirkt hat, dass man bereit ist, alte Verhaltensmuster gehen zu lassen, sich an erste Stelle gesetzt hat. Was aber auch bedeutet, dass man sich gegenseitig sein lassen kann und Dinge nicht mehr so persönlich nimmt. Und was auch bedeutet das, wenn es mal weniger gute Tage, also menschelnde Tage gibt, dass in dieser neuen Verbindung das liebevoll bis leidenschaftlich geklärt werden kann. Warum erzähle ich das jetzt? Ja, während ich dieses Tarot-Deck am Ende des Regenbogens kaufte mit den Naturwesen, riefen hier der Drache und das Einhorn, männlicher Drache, weibliches Einhorn, bei mir zumindest. Und im Kopf war, wenn der Drache sich zum Einhorn gesellt, ist es vollbracht. Was auch immer das für dich bedeuten mag und mit dir anrührt. Und ich habe wirklich eine halbe Stunde vor mich hingesummt, während ich dieses Tarot-Deck dann auch bestellt habe. Und habe gedacht, was summe ich denn hier? Das Lied habe ich ja bestimmt schon 12 Jahre nicht mehr gehört. Ich wusste gar nicht mehr genau, von wem das ist. Und dann dämmerte es mir so in der Zeit von 2008, 2009, ich und ich. Und ich summte also, du erinnerst mich an Liebe. Ich kann sehen, wer du wirklich bist. Du erinnerst mich daran, wie es sein kann. Jetzt ist mein Kätzchen weg und ich kann hier mehr Raum schaffen. Und so vermute ich, dass die Karten sich jetzt auch gleich darum drehen werden. Dieses Lied wird von einem Mann und einer Frau gemeinsam gesungen. Und sie singen sich das auch zu. Er ihr, sie ihm, du erinnerst mich an Liebe. Ich kann sehen, wer du wirklich bist. Du erinnerst mich daran, wie es sein kann. Ich habe im Laufe meines Liebeslebens, ich bin jetzt bald 59, sehr viel gelernt über mich und auch tiefe Ängste, die mich daran behindert haben, wie soll ich sagen,
anders. Bisher waren mein Liebesleben geprägt von Erkennen, Lernen, Verändern im Innen. Es waren Übungsfelder. Wie war das bei dir? Hast du aus deinen Beziehungen, Partnerschaften, Begegnungen gelernt? Hast du reflektiert? Hast du erfahren, warum du immer wieder bestimmte Gegenübers in dein Leben ziehst? So war es bei mir. Und mit jeder Erfahrung, die ich sammeln durfte und mir erlaubte und nicht flüchtete, habe ich verändert. Und ich gehöre zu denen, die sich rausgesucht haben, in diesem Leben noch zu erfahren, wie es ist, dass zwei sich gegenseitig erinnern, was Liebe wirklich ist. Indem man sich sieht, wer man wirklich ist. Du erinnerst mich daran, wie es sein kann. Ich selbst weiß, und vielleicht weißt du das auch von dir, welche Glaubenssätze immer wieder zerstörerisch gewirkt haben. Ich bin es nicht wert, geliebt zu werden. Ich bin es nicht wert, glücklich zu sein. Und das Leben hat all das präsentiert. Vielleicht kennst du deine eigenen Glaubenssätze und Verhaltensmuster schon sehr gut und hast sie auch schon in deinem Übungsfeld verändert, abgelegt oder registrierst sehr schnell, wenn du in alte Muster verfällst. Und jetzt schauen wir mal, ob es wirklich so sein wird. Ich habe genug erzählt, dass die Karten das Thema unterstützen. Ja, und als erstes hat mich das Deck von der Frau Willing gerufen, Farben der Engel, Aura, Soma, Karten. Und mit dem Grün sind wir doch wieder total in der Herzensenergie und schaut euch das mal an. Weiß gar nicht, ob ich nachgucken möchte, was im Buch drin steht. Ich sehe diese Perle, ich sehe diese Verbindung, ich sehe das zarte Grün, das kraftvolle Grün und das Vermengen miteinander. Und ich glaube, dieser eine Tropfen hier, der da gerade andockt, der bringt etwas in dir, in deine Herzensenergie zu einer Entscheidung. Ich schaue trotzdem mal nach und Moment. Ich muss so lachen. Ich lege die jetzt mal hier hin. Also, ich habe ja gesagt, ich will nicht nachlesen, was die Nummer 63 bedeutet und habe mich eingelassen auf das Bild. Und dann habe ich gedacht, komm, ich lese es euch doch mal vor. Und ja, jetzt kommt mir, guckt mal, der Drache ist auch grün. Der männliche Drache ist auch grün. Auch wenn du jetzt ein Mann bist, gehst du und deine Herzenergie kommt mir. Und wenn du eine Frau bist, geht dein und einen Mann liebst, wird der jetzt in seine Herzensenergie gehen. Und ich wollte jetzt nachgucken und denke, auf der Karte steht doch 63. Wieso steht, ich habe dir das aufgeschlagen schon, das Buch. Wieso steht hier 52? Und ich war dann total irritiert und dann habe ich gedacht, nochmal auf die Karte geguckt. Nee, da steht wirklich 63. Und so liebe ich das. Weil, schaut mal, das Grün, habe ich gesagt, ist Herzenergie. Die Karte sagt, Raum zum Atmen, Raum zum Leben, Raum für deine Wahrheit. Und öffne dein Herz für das Leben, die Liebe, die Freundschaft und deine Herzenswünsche. Und ich habe dann assoziiert, dass das Grün zum grünen Drachen gehört. Und mein Büchlein hat die Seite aufgeschlagen mit der Karte Nummer 52 und die ist die zweite Farbe des Herzchakras. Meisterin der Liebe, Lady Nada, Farbe hellrosa. Und mein Einhorn ist ein ganz zartes Rosa.
Und so hat das Büchlein sich aufgeschlagen für die Information für das weibliche Gegenüber oder für dich als Frau. Und die Karte sagt, löse alles, was den Schmerz der Liebe in dir ausmacht. Mach dich nicht unwürdig für Liebe und auch nicht schöner, als du bist. Sei dir selbst einfach nah. Denke nie, dass du nicht geliebt wirst. Löse diese Themen, die eben auch damit zu tun haben. Sei auch konfliktbereit in Beziehungsfragen. Also letztendlich sagt diese Karte, was ich vorhin schon erzählt habe, was für mich eine Beziehung auf Augenhöhe ist. Und genau, Lady Nada. Das heißt also, für mich, das Weibliche soll sich nicht dem Gegenüber verlieren und kann sich jetzt getrost für die Liebe öffnen. Und das Männliche geht auch über das Grün in die Herzöffnung und möchte jetzt seine Herzenswünsche wahr werden lassen. Jetzt haben wir also eine Karte für die beiden bekommen. Und das wollte ich eigentlich gar nicht. Und es hat sich dann, einfach so ergeben. Und sie hat schon das Röschen mitgenommen. Und er liegt auf dem Anisstern. Anis gibt Wärme und Geborgenheit. Und das Zimtstängchen verbindet die beiden. Ja, und das Einhorn liegt auch auf einer Zimtstange. Und ich habe heute eine selbstgemachte Räuchermischung zum Kartenlegung gewählt, in der ganz viel Zimt ist und der Raum ist jetzt in Liebe eingehüllt. Und jetzt haben mich meine Wortkarten gerufen, weil ja auch die Schmetterlinge hier gerade durch die Gegend geflogen sind und hier, ja, schaut mal, Leichtigkeit. Vielleicht gilt es jetzt einfach mal dem Leben zu vertrauen und zu sagen, ich habe genug an mir gewirkt. Es darf jetzt, ich will jetzt einfach in das neue Wir gehen und möchte Leichtigkeit einbringen. Und das wird schon. Das wird schon. Und es wird ihm gehen. Und ihr werdet das meistern. Das nehmen wir hier drauf. Und jetzt schauen wir mal, ob noch was anderes rausfällt. Vielleicht sogar einen Platz wählt. Nein. Hoppala, guckt mal, ein Schmetterling für den Drachenmann. Schaut mal her. Die Lust und nicht nur die Lust im Sinne von Lust. Lust auf wir. Lust und Lust auf das Wir. Bereitschaft. Ach, das ist schön, das gefällt mir. Ob auch was zu der Einhorn-Dame möchte. Da liegt noch die Krankheit, die ist in die Mitte geflogen. Okay, Krankheit kann natürlich auch die Leichtigkeit behindern. Ich mische jetzt mal her. Okay, das mag hier. An die Frau, bist du wirklich bereit, aus der Tiefe heraus dich halten zu lassen?
Manchmal, wenn man krank ist, ist der ganze Körper in Anspannung. Und wenn man sich halten lässt und Geborgenheit findet, und da liegt ja beim Mann das Anis-Sternchen für Wärme und Geborgenheit, kann der Körper entspannen. Und Entspannung kann viel besser geschehen. Der Gesunden kann man viel besser, wenn man entspannen kann. Wenn man in keinem Übermodus ist. Und ja, das mit dem Kartenmischen lenkt mich jetzt ab. Moment. Ich weiß nicht, was ich schon wieder summe. Dem gehe ich jetzt auch nicht nach. Vielleicht machst du als Frau den Eindruck, stark zu sein, und vermittelst nicht den Eindruck, dass in dir ganz tief der Wunsch da ist, auch mal gehalten zu werden und dich fallen zu lassen. Das kannst du mal für dich reinfühlen. Und bei diesen Karten kommt jetzt nichts. Also die fielen noch auf die Krankheit. Und du darfst jetzt wirklich radikal ehrlich sein. Wie tief ist dein Wunsch, dich einfach mal fallen zu lassen? Stell dir vor, dein Herzensgegenüber hält dich und du lässt dich in seine Arme fallen. Mach's einfach mal. Schließ deine Augen und stell dir das vor. Was passiert? Fühl mal, welches Gefühl das im Körper auslöst. Wie fühlt es sich an, von einem Menschen, den man vertraut, gehalten zu werden? Was macht es mit dem Körper? Radikale Ehrlichkeit. Sag's dir selbst. Wenn ich das mache, wird mein Körper weich, mein Herz wird weit, mein Gedankenkarussell hört auf. Es fühlt sich wohlig an. Und. Fühl für dich rein. Und vielleicht magst du das sogar jeden Tag ein bisschen machen, dass du wirklich im Körper spürst, was es mit dir macht, wenn du dich vertrauensvoll halten lässt und fallen lässt, sodass du dieses Gefühl im Körper verinnerlichen kannst. Und vielleicht kennst du es auch schon und es ist nur zu lange her, du hast es vergessen, dann kannst du vielleicht über die Erinnerung in dieses Körpergefühl kommen. Ich glaube, wenn du jetzt ehrlich mit dir bist und bereit bist, dich halten zu lassen und nicht immer stark sein zu müssen, kann sich gesundheitstechnisch etwas verbessern, bis auflösen, je nachdem, um was es geht. Und es kann Begegnung in der Form stattfinden, dass dein Gegenüber spürt, du bist bereit, dich halten zu lassen. Und ja, und ich glaube, da hilft auch die Leichtigkeit und die Lady Nada. Vielleicht magst du dich ein bisschen über sie informieren, für deine weibliche Seite, das Rosa, dich in Rosa einhüllen. Also wenn man von einem Menschen gehalten wird, den man liebt, fühle ich das wie ein sanftes Rosa. Ja, dann schauen wir mal, was noch kommt. Ja, und während ich hier mische, also es ist schon so, dass hier nochmal der innere Kompass fällt. Also folge wirklich deinem Herzenskompass. Ich glaube, es ist Zeit, dass du jetzt vertrauen kannst. Und was ich sagen wollte, ist, wenn ich so eine Legung mache, wo es um eine
partnerschaftliche Geschichte geht, kann das eine bestehende Partnerschaft sein, die vielleicht noch tiefer gehen möchte oder eine, die gerade nicht so gut läuft und das Potenzial hat, sich zu verändern. Oder es ist ein Herzensmensch, der auf Abstand ist und das Nähe-Distanz-Thema lebt, wobei er dir ja auch dann dein Inneres vielleicht spiegelt. Also ich bin da immer radikal ehrlich mit mir selbst, wenn das so ist. Und es kann also jede Form von Herzensverbindung darstellen. Und es kann auch nur auf energetischer Ebene eine Verbindung sein, wo jeder für sich seine Prozesse durchläuft und jetzt Begegnung stattfinden kann. Also das kannst du ganz für dich ummünzen. Und wenn hier jetzt die Karten sagen, öffne dich dafür, dich auch halten zu lassen, damit du dieses Gefühl empfangen kannst, was du gerade vielleicht beim Mitmachen gespürt hast, heißt es jetzt nicht, dass du irgendeinem Gegenüber das aussprechen musst oder schreiben musst. Weil es ist ja so, man kann nicht einfach einen Schalter umlegen und sagen, ich will mich jetzt halten lassen und damit ist die Energie verändert. Das kann möglich sein, dass diese Entscheidung aus dem Herzen herauskommt, deswegen auch der Kompass. Es kann aber auch sein, dass es eine Kopfentscheidung ist. Deswegen mein Vorschlag, vielleicht jeden Tag sich mal vorzustellen, wie es sich anfühlt, sich halten zu lassen, ganz vertrauensvoll von einem Menschen, den man vertraut und liebt, sodass man dieses Gefühl immer stärker wird. Und dieses Gefühl ist dann Energie. Und dieses Gefühl wird sich in dir verstärken und verinnerlichen. Und damit wird sich deine Energie verändern. Und damit kann das Außen in Bewegung kommen. Und jetzt kriege ich ganz Körperpelle. Ja, ich wollte jetzt mal noch speziell beim männlichen Part wissen, weil da jetzt ja relativ viel im Inneren des weiblichen Parts gezeigt wurde. Und er hat sein... Für mich ist dieser Vogelkäfig, ich habe irgendwann mal fürs Herzchakra einen Vogelkäfig gezeichnet, wo das Herz da drin, wie diese Rose hier, achtsam geschützt wurde. Also das war dann kein Turm, sondern ein Vogelkäfig und als nächstes wurde dann die Tür geöffnet. Und damit dann das Herz wirklich frei werden kann und losfliegen kann in aller Freiheit, die die Liebe ja auch möchte. Und der männliche Part hat jetzt den Schlüssel gefunden. Wenn ich es jetzt ganz kompliziert machen möchte für manche und das aufs innere Paar beziehe, verändert sich in deiner weiblichen Seite was, du folgst deinem Herzen. Und dadurch findest du auch deinen Schlüssel zur Aktion und machst den Herzkäfig in deinem Inneren auf, bereit zu fliegen, bereit gehalten zu werden. Das Männliche ist ja auch der aktive Part und auch das Denken. Das Weibliche ist das Fühlen. Du fühlst hinein und dein Verstand passt sich dem jetzt an und findet die Befreiung für das symbolische Herz im Käfig. Und eine weitere Karte für das Männliche ist der Wanderer. Und schaut mal, wie da ist da der Regenbogen, der im Neumond-Orakel auch schon da war. Und am Ende des Regenbogens findest du einen Schatz, der trägt deinen Namen. Und ich glaube, wenn du den eigenen inneren Schatz gefunden hast und die Liebe zu dir selbst, dann kannst du dich ganz vertrauensvoll auf den Weg zu einem Wir machen. Und da ist der männliche Part gerade dabei, loszugehen. Und der Wanderer, das ist... Ja, deswegen finde ich die Karte einfach auch schön.
Ich muss jetzt lachen, weil es hat mich jetzt zum Rider Waite Tarot-Deck gerufen und ich wollte wissen, was am Unterdeck ist. Und da ist er auch. Und es ist also doppelt bestätigt. Doppelt bestätigt. Und diese Karte spricht mich deswegen so sehr an, weil für mich ist der Wanderer oder der Narr eine Karte, die bezogen auf die Liebe und auf Beziehungen, Partnerschaft einfach sagt, ich vertraue darauf, dass das Gegenüber mich nicht genauso behandelt, wie ich es zuvor immer und immer wieder erlebt habe. Und ich lasse es auch nicht zu, dass ich wieder die gleichen Erfahrungen mache. Und ich gehe ganz vertrauensvoll frei von Altlasten. Ich möchte meinem neuen Gegenüber oder diesem Herzensmenschen die Chance geben, frei von meinen Erfahrungen. Und ich vertraue, dass das funktioniert. Und da geht's jetzt hin. Ich vertraue in der Leichtigkeit, dass das jetzt einfach werden wird. Gibt's auch was für die Frau? Bärin, das ist die Königin der Steine oder Königin der Münzen, aber das ist für mich jetzt weniger wichtig. Für mich ist es so, als ob die Bärin sich jetzt in ihrer Höhle aufgerichtet hat. Sie hat ihren, wie soll ich sagen, das Vertrauen in sich gefunden, weil beim Bär ist es immer so, ich finde, das ist diese Energie, an die eigene Stärke zu glauben, an die eigene Kraft zu glauben, sich selbst zu vertrauen. Und die Bärin schaut jetzt, wo ihr Bär bleibt. Sie ist bereit dafür, für die Begegnung. Ja, so fühlt sich das jetzt an. Und jetzt stellt euch mal vor, wie der Bär und die Bärin kuscheln. Gerade jetzt, wo es Herbst wird, ist und Winter wird, das wird richtig kuschelig. Und das will sie jetzt haben, weil die innere Entscheidung wird gefallen werden, bereit zu kuscheln, Geborgenheit zu geben und zu empfangen, sich gegenseitig Wärme und Geborgenheit schenken. Und dann schauen wir mal, wie es gesundheitlich dann weitergehen wird. Und wisst ihr was? Das ist doch ein wunderschöner Abschluss. Es kommt jetzt Leichtigkeit rein. Der Mann hat seinen Herzschlüssel gefunden, macht sich auf den Weg. Er hat Lust und er hat Lust auf ein Wir. Und zwar ist hier die Lust verbunden mit dem Herzensschlüssel. Und schauen wir mal. Wenn wir dann die 33 nehmen und die zusammenzählen, ist es die 6, dann sind es die Liebenden im Tarot. Und die 8 ist, ja, dann machen wir jetzt mal keinen, nicht noch mehr. Also, er ist auf dem Weg und sie ist bereit, ihrem Herzen zu folgen, sich vertrauensvoll auch mal in die Arme fallen zu lassen. Und sie schaut, wo ihr Bär bleibt, damit es über Winter kuschelig wird. Okay, ist mal ein bisschen anders wie sonst, aber vielleicht konnte ich dich ja da ein bisschen in meinem Erzählen mitnehmen.